Was wollte ich machen? Ach so. Brüten. Eier auswählen. So, du kommst nicht raus, weil du Dominanzverhalten hast. Sechstausendeinhundertsieben Anziehungskraft. Ich weiß, welches Leiden die alle haben. Wo man schon wieder sieht, warum es schlecht ist, ein Multikulti-Gehege zu haben. Weil einfach alles und jeder da drin dann krank wird. Und danke, Hominide 0815 für dein Prime-Sub. Vielen Dank. Abgeschlossen. Transport hat begonnen. Produkttransport beendet. Transportiere Produkt. So, sind nochmal 250 Anziehungskraft für den Park. Dann lass uns mal die Expedition der Velociraptoren suchen. China. Ich glaube, ich lasse das Gehege hier auch direkt zum Velociraptoren-Gehege werden. Weil ich hier rechts mal angelegt habe, direkt an der Brutstätte. Vielleicht sollte ich jetzt schon mal bessere Zäune entwickeln. Erzähl nicht, die haben alle diagnostizierte Leiden. Ah ne, der hat wirklich irgendein Leiden. Seid alle ein bisschen gereizt, weil so viele andere Tiere in eurem Gehege sind. Ich würde sagen, ich kann dafür was. Was ja auch stimmt, aber... doch nicht so wichtig. Da hat er wieder einen weggesnackt. Guten Abend, Impi. Übernimmt mal die beiden Posten.
Dann übernimmst du noch den und den. Und komischerweise bist du die ganze Zeit schon kaputt und ich repariere dich nie. Genauso wie Kraftwerk 2 beschädigt ist. Von was? Oh, du kannst oben den T-Rex betäuben. Vielleicht verlieren wir nicht mehr so viele Fahrzeuge. Aber ich habe da beim Sturm repariert vorhin. Naja, nicht so schlimm. Ich sehe auch gerade, dass der Stromoutput zu gering ist, also ich die ganze Zeit schon die Notstromaggregate wieder absauge. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich weiß übrigens immer noch nicht, bei welchen Gehegetüren der die ganze Zeit hier am Meckern ist. Und nein, wir werden Velociraptor nicht im 50% Zustand. Rausholen. So, ihr habt euch hoffentlich nicht verletzt. Und ihr kriegt ein erhöhtes Output. Als Bonus. Nochmal wieder 60 frei. Ich muss gleich mit dem Hund nochmal rausgehen. Kannst sie nicht erreichen. Vor allem, das ist so lächerlich, weil du siehst ja nicht, was die meinen. Welcher Weg nicht funktionieren soll. Muss ja irgendwas vor dem Tor stehen. Gleich wird es wieder laut, weil Sturm ist. Ach, und bessere Zäune wollte ich auch noch erforschen. Gleich. Nee, das kann ich doch schon jetzt machen.
Also du hast mir gesagt, ein Zaun wäre defekt. Da. Weiter in Richtung des sichereren Zauns. Toll, jetzt kommst du da nicht dran, weil die alle im Weg sind, oder was? Boah, hasse ich dich, ey. Und Toiletten sind auch noch kaputt. Alle werden mich hassen. Lungenentzündung, kann ich auch nichts gegen machen. Hört auf, einen neuen Alpha zu suchen. Ihr habt einen Alpha. Oh. Habe ich davon, da ich das Gehege voll gepappt habe. Vielleicht soll ich die Leute wieder aus den Schutzräumen rauslassen. Finden die vielleicht ganz cool. Gehirnerschütterung, innere Blutungen. So, was muss ich jetzt als wichtiger einstufen? Der Schütze macht mir einfach fertig, ne? Guck mal, wo die Schüsse alle hingehen. Muss ich erst warten, dass Leute fertig werden, die gerade mit anderen zu tun haben. Und dass diese Pathologieanlage immer nur einen einzigen behandeln kann, finde ich auch wirklich anstrengend. Könntest ja mehrere bauen. Ja, könnte man. Hund, ist schön, dass du dich so weit dehnen kannst.
besetzt. Wie alle Frauen. Dü, dü, dü. Hol ihn raus. Ich will den nächsten reinschicken. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Beginne Produkttransport. Ich glaube, heute werde ich das gesamte, also nicht alles schaffen. Haben wir immer noch irgendwo anders vielleicht? Nee. Weil die Ausbeutung höher ist dann, wenn du bei einem neuen Gebiet suchst. Die Gewinne haben sich diesen Monat nicht verändert. Produkttransport im Gange. Produktzustellung bestätigt. 92%. Was ist euer größtes Problem? Intolerant zu sein. Typischer schlechter Nachbar. Da nicht so intolerant. Produkt transportiert. Die Genomstärke reicht mir dann aber auch. Wir brauchen mehr Anziehung, wir müssen mehr Gäste anlocken. Mein Tyrannosaurus Rex stirbt bestimmt bald. ...57. Das ist immer mit den Anfangs-Dinos so. Wir geben dir den ersten Push und wenn die dann weg sind, plötzlich fehlen dir 1200. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Der Fisch ist geiler als der T-Rex, das ist richtig, der bringt auch mehr. Vielleicht soll ich davon einfach einen zweiten basteln. Da habe ich 5000, nur weil ich die Fische habe. Toll, ich habe euch gerade ins Gehege gepackt. Ah nee, du bist ein anderer. Transport abgeschlossen. Ich denke mal, ich kann zwei zusammenhalten. Becken ist fünfmal zu groß. Mag nicht Meeresbewohner groß. Okay, vielleicht mag er vielleicht keinen weiteren großen. Ach, scheiße. Dann lasse ich die Synthese einfach da drin, bis ich irgendwann einen neuen Fisch brauche.
Warum geht ihr euch jetzt die ganze Zeit an? Es hat doch die ganze Zeit funktioniert. Es war doch alles cool. Es war doch immer alles in Ordnung zwischen euch. Und jetzt seid ihr euch die ganze Zeit nur die Köpfe am Einschlagen. Weißt du, wenn du das Becken teilst, du kannst dazwischen meines Erachtens nicht also nichts reinknallen. Sodass man sagen würde, okay, jetzt ist das Becken geteilt in zwei. Weil es ja so ist wie bei den Flugsauriern, du machst halt diese runden Dinger, die setzt du aneinander. Und kannst da auch nicht so viel dran verändern. So, wer von euch ist denn jetzt der mit dem Leiden? Du hast die inneren Blutungen. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Ihon, du sabberst. Transportiere Produkt. Wie kann es sein, dass du trotzdem aggressiv geworden bist? Ach, egal. Zäune austauschen, stimmt. Es ist noch nicht der schwere Zaun. Pop, 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 pop. Können wir aber auch mal eben erforschen, wenn die Zeit gerade da ist. Noch warten, bis der Zaun ist, und vielleicht will ich mal den Bereich hier ein bisschen aufräumen. Was natürlich Geld kostet, weil ich nie verstehen werde. Ich rode einfach ein bisschen weit ab. Das kann nicht so teuer sein. Du, du. Da ist ja kein Blut dabei. Endlich eine Idee, hinter der ich stehe. Das meine ich wirklich. Sie können jetzt schwere Zäune erforschen. Gut, oder? Es sei denn, dahinter wartet noch etwas Schwereres auf einen Snack.
Die Natur hat mit den Alpha-Raubtieren wirklich ganze Arbeit geleistet. Aber ich dachte, was, wenn ich noch mehr tun könnte? Und dann dachte ich, das kann ich. Ich kann Saurier kreuzen. Das Ergebnis nenne ich Indominus Rex. Ein Traum. Das ultimative Raubtier. Ich will so viel Forschung wie möglich, bevor ich ihn erschaffe, denn ich will der Natur das eine oder andere zeigen. Ach da. Haut Blue. Wahrscheinlich kriege ich dann so den Bonus. Also beziehungsweise das Achievement. Blue lebt. Den Indominus Rex muss ich auch noch erforschen. Worunter wird er sein? Achso, dafür muss ich erstmal die Genome machen. Gigantosaurus. Tyrannosaurus Rex. Der Dino geht ins falsche Gehege. Ach stimmt. Jetzt wo du es sagst. Wenigstens passt einer auf. Ach, der war auch eh nur am Rumzicken. Er kommt wieder in sein normales Gehege. Ja, ich weiß, du freust dich, du willst was trinken. Aber du musst leider hier weg. Irgendwie auch kein Archiv mitbekommen. Sie beschweren sich immer auch darüber, dass sie zu wenig Wald haben. Aber das Dinosaurier, die im Wald rumrennen, sind halt kein gutes Geschäft. Weil keiner kann die sehen. Ihr müsst da weg, da müssen nämlich wichtige Nahrungsmittelverkaufsstände hin. Ich hoffe, dass sie die Routen übernehmen, die sie hatten.
Aber sonst wird das ja keinen Sinn machen, dass man Gebäude bewegen kann. Die Expeditionen werden so viel kosten, das wird so lange dauern, die unterschiedlichen Dinos hier fertig zu machen. Da ist meine Anziehungskraft eh schon fast auf 9000. Weil soll ich zuerst den Tyrannosaurus Rex machen, dann kann ich nämlich zwei in das Gehege links packen, weil ja bald der eine sterben wird. Ich glaube, das wäre der sinnvollste Schritt, auch wenn es das teuerste ist. Ist das noch der Kampf oder spinnt ihr einfach? Natürlich haben die ihre Aufgaben vergessen. Wie sollte es auch anders sein? Dem Fahrzeug nicht erreichbar. Danke für nichts. Entschuldigung. Ich glaube, bei mir im Park gibt es auch nur Donuts. T-Rex wird aber wieder richtig schweineteuer. Expedition 2 Millionen.
Ich dachte, vielleicht finde ich ja noch jemanden, der bei der Expedition ein bisschen Geld einspart. Dann hol den Universaltypen. Übrigens einen nochmal, der ein paar Logistikpunkte mitbringt. Warum sind nur Expeditionen günstig und der Rest billig? Sie sind ja gar nicht billig oder günstig. Sie sind einfach schweineteuer. Leute, könnt ihr mal aufhören, meine MTU anzugreifen? Wir wollen euch nur helfen. Ich meine die Fähigkeitsnamen. Ach so, du meinst, warum das eine billig heißt, das andere günstig. Da hat einfach einer gepennt. Bei den Übersetzungen. Wer ist gestorben? Wo bist du? An Altersschwäche. Produkttransport wird durchgeführt. Das ist okay. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Wer? Wo? Warum? Weil einfach mein Fahrzeug rammt. Zustellung wurde abgeschlossen. Hast nicht die Velociraptoren eigentlich, weil sie eine andere Farbe haben? Denke nicht. Toll. Produkt in der Luft. Wir haben direkt zwei neue Probleme, ey. Never ending story mit den Dingern. Die sollten alle jetzt in einem Alter sein. Also ihr noch nicht, aber die anderen. Die Ankylosaurus, die werden jetzt nach und nach sterben. Dann kann ich das Gehege anders planen. Und ja, Expedition für Tyrannosaurus Rex ist schweineteuer.
So, die gebrochene Klaue kannst du ja so verarzten. Produkt wird eingesammelt. Und ich muss mal einsammeln. Und ich lasse sie jetzt runter. Ja, das ist nämlich genau diese Geschichte wieder des Wartesimulators. Ich warte auf kein großes Artensterben, ich warte nur auf das Sterben in der Mitte. Transportiert. 1200 lokaler Saurier-Anreiz. Die Expedition dauert auch so lange. Produkttransport wird durchgeführt. Und da verstehe ich auch nicht, du kannst x Forschung machen, darfst aber nur eine einzige Expedition gleichzeitig machen. Egal wie viele Forscher du hast. So. Und es läuft erstmal alles stabil. Danke, Ulf, fürs Folgen. Weil wir machen jetzt Feierabend für heute. Transport hat begonnen. Szenario, diesmal müssen wir nächstes Mal weitermachen. Theoretisch hat man ja ein Szenario fertig gemacht, aber es ging halt nur 45 Minuten das erste Szenario. Nur es gerade brennt hier nichts ab. Das wäre halt ein guter Grund, hier den Break zu machen.